Howdy zusammen, wir sind hier zurück mit Texas. Und wir haben hier schon wunderschöne Städte, die sich gegründet haben in Texas, wie Galveston, Houston. Natürlich unsere Hauptstadt, ganz eindeutig Austin. Und hier hinten sogar schon das kleine, aber feine Dallas. Also Texas, eine wirklich wunderschöne Stadt oder ein wunderschöner Staat mit... Ja, mittlerweile Eroberungen in Mittelamerika und unsere Kolonien, die weiterlaufen. Allerdings machen wir aktuell mal wieder relativ viel Minus, weil unsere Bauwaren teuer sind. Das liegt aber, glaube ich, vor allem daran, dass die nicht gefördert werden, oder? Der Investitionsfonds ist nämlich gut gefüllt. Sobald die Regierungsverwaltung hier gebaut wurde, hat sich das Problem erstmal wieder erledigt, normalerweise. So. Ja, gut. Wenn es einen Bürgerkrieg gibt, dann werden wir, glaube ich, nicht beteiligt sein. Also das wäre cool, wenn es ein Event gibt, wo wir dann beteiligt werden könnten. Aber ich gehe mal davon aus, das wird halt dann zwischen dem Rest der Südstaaten und der Nordstaaten entschieden. Und wir können dann vielleicht den Schwächeren angreifen. Jaha, so war alles Amerikanische, was ich hier vorbringe. Ja, genau. Wir haben nur noch 78% Legitimität. Aber ich krieg das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon geschaut. Ich krieg das nicht besser hin. Egal, was ich mache. Nee, mehr Legitimität kriegen wir nicht hin. Ich könnte hier irgendwie die Liberalen hinzufügen. Die Demokraten, nee. Wir lassen es mal einfach so, wie es war mit 78%. Die Regierung ist noch ganz in Ordnung. Irgendjemand möchte geschlossene Grenzen beschließen? Die Landbewohner. Nein, wir sind ein Migrationsland. Dafür möchten andere die Zensur beschließen. Die Zensur. Wir haben ja Versammlungsfreiheit. Aber nur 14% Chance auf die Zensur. Nee, das lassen wir mal lieber. Ansonsten bin ich mit unseren Gesetzen sehr zufrieden. Das Amt für Inneres können wir uns aktuell einfach noch nicht leisten, weil uns immer noch Bürokratie fehlt. So, unsere Regierung ist gleich wieder gebaut worden. Das bringt uns hoffentlich gleich wieder ein bisschen Bürokratie, weil wir machen gerade doch erheblich viel Minus. So, Migration nach Südkamerun. Das Repetiergewehr wurde freigeschaltet für die Waffenfabrik. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Build the wall. Genau, Helrik. Das wäre eine Möglichkeit. Wir sind ja so umschlossen von den Vereinigten Staaten. Wir könnten außenherum um Texas eine Mauer bauen. So, wir schauen uns jetzt mal kurz unsere Waffenfabrik an. Natürlich haben wir als Texas eine Waffenfabrik. Ah ja, okay, das Repetiergewehr wäre nicht sonderlich lohnenswert. Munitionsfabrik, die ist noch in Bau. Die wird noch geplant. Ah, die wird gerade gebaut. Wir hatten ja, glaube ich, hier noch zuletzt Arbeitslose. Haben wir die mittlerweile im Griff? Ja, 7 Arbeitslose. Perfekt, hier 8. Also Arbeitslose ist kein Problem. In Mittelamerika ist es auch in Ordnung. 172 ist keine große Zahl. Das passt. Hallo Immortal King, ich grüße dich, Abel. So, niedriger Marktzugriff. Ja, das war noch ein Problem. Ich erinnere mich. Das sind jetzt natürlich noch diese ganzen Kolonien. Aber Honduras zum Beispiel. In Honduras könnten wir was bauen. Noch einen Hafen, zum Beispiel. Und bei Gabun brauchen wir dann auch einen Hafen. Wie viele Einwohner sind da? Oh ja, 6000, das reicht für den Hafen. In Namaqualand 2000, ist noch relativ klein, da brauchen wir noch nicht direkt einen Hafen. Hereroland, wie viel sind da? Auch nur 2000, naja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, nur 15 Bauslots, weil man mit Texas mit sehr wenig Geld startet und wir nicht genügend Geld haben, um das zu erhöhen. Glaub mir, 15 Bauslots ist für uns schon eine Menge. Wir mussten am Anfang die ganze Zeit ohne den Bausektor arbeiten, weil mit Texas mit 50.000 Einwohnern zum Start hat man einfach nicht mehr Geld. Also, das ist gerade so unser Bausektor, den wir uns leisten können, dass wir nicht völlig Probleme haben. Genau. Ah, ah. Aber wir werden den natürlich erweitern, wenn die Zeit kommt, den Bausektor, keine Sorge. Ungeübte Hände. Oh nein. Kinder in der Werkzeugfabrik. Ja, setzt keine Kinder mehr in den Fabriken ein. Das ist doch... Das können wir nicht gutheißen.
Das können wir nicht gutheißen. So, teure Militärwaren, teure Öl. Ah. Leider können wir selbst. Oh, wartet mal. Genau, Walfänger. Wir könnten dadurch schon Öl produzieren auf texanisch Fidschi. Ja, ein Teil der Fidschi-Inseln gehört Texas. Das wäre richtig gut. Da könnten wir gutes Geld mit verdienen. Das bauen wir mal gleich. Ein Walfänger, um ein bisschen Öl zu bekommen. Gut. Das machen wir. Es wird fleißig gebaut. Das passt alles. Die Bürokratie wird auch besser. Wir müssen mal kurz gucken. Infrastruktur ist hier gerade ein bisschen kritisch. Wir brauchen hier fast noch eine Eisenbahn bald. Ich plane die schon mal ein, die weitere Eisenbahn dort. Die Eisenbahn läuft leider etwas schwierig und muss subventioniert sein. Wie sieht es denn hier in den Landen nochmal aus? Oh Gott, die Infrastruktur in Honduras ist ja im Keller. Das heißt, da brauchen wir eigentlich auch unbedingt. Der Hafen wird ja schon geplant. Eine Eisenbahn, die auch wieder Minus machen würde. Wie schaut es hier aus? Hier ist es ganz in Ordnung. Hier ist auch die Infrastruktur in Ordnung. Es ist nur Honduras, was wir noch in den Griff bekommen müssen. Die Inkorporierung hier ist bald abgeschlossen. Wir müssen aber noch die anderen Staaten inkorporieren. Ich wollte eigentlich gucken, wo sich noch eine Regierungsverwaltung am meisten noch lohnen könnte. Ich würde mal hier auch eine Regierungsverwaltung bauen. Ich glaube, das können wir uns schon leisten. Wir brauchen einfach mehr Bürokratiepunkte jetzt. Ich meine, die Kolonisierung wird noch 10 bis 20 Jahre dauern und in der Zeit brauchen wir die Bürokratie. Eindeutig. Bauen mal die Regierungsverwaltung noch ein bisschen aus. So. Das macht uns jetzt leider wieder ein kleines Minus, aber das kriegen wir in den Griff. Okay, der Preis für Motoren ist gestiegen. Wo ist unser Motorenwerk? Das plane ich auch schon auszubauen. Der Wasserrohrkessel lohnt sich hier immer noch nicht. Naja, das Motorenwerk wird auch bald ausgebaut. Perfekt. Wir könnten auf den Stahl-Skelettbau gehen. Ah, können wir uns das leisten? Werkzeug, Sprengstoff, Stahl. Wie sieht es da auf dem britischen Markt aus? Oh, es fehlt mal wieder Kohle. Ja, Sprengstoff fehlt. Aber Stahl ist ziemlich gleich auf. Und Werkzeug haben wir sogar genug. Aber das bringt auch nur minus 4%. Also reicht jetzt nicht, dass es richtig günstig wäre. Aber wenn es zu teuer wird, könnten wir natürlich auch wieder wegwechseln vom Stahl-Skelettbau. Aber das ist immer nicht so gut, hin und her zu wechseln. Das müsste schon längerfristig Sinn machen. Dafür haben wir, glaube ich, aktuell zu wenig Geld aus meiner Sicht. Gibt schon Petrodollar? Nicht, dass ich wüsste. So, wir machen wieder Geld. Das ist gut. Der Hafen wird fertig gebaut. Hohe Spannungen. Ja, vermutlich sollten wir unsere Armee ein bisschen verstärken, eventuell. Warenzufuhrknappheit, Elektrizität auf dem britischen Markt. Ja, das muss der Brite einstellen. Da können wir nicht viel machen. Oh, wir bekommen aber ganz viel Gummi. Ganz viel Gummi finden wir. Wenn wir nur Gold finden würden, das fände ich irgendwie besser als Gummi. Aber gut. Hier unten hatten wir ja nicht direkt Glück mit dem Gold. Doch. Oh mein Gott. Wir können eine Goldmine bauen, meine Damen und Herren. Wir haben Gold gefunden. Sehe ich das richtig? Können wir wirklich die Goldmine bauen? Jawohl. Her mit der Goldmine, aber sofort. Endlich haben wir Gold gefunden. Ein Terraner, ich grüße dich. Darauf habe ich gewartet. Die Goldmine. Wir bauen noch die Regierungsverwaltung, dann die Goldmine. Perfekt. Haben wir in Afrika schon Gold gefunden? Ich glaube, hier ist erstmal kein Gold, oder? Nee. So, die Kolonisierung geht ganz gut voran, Stück für Stück. Leider sind jetzt hier ja auch die Briten, die aber zum Glück deutlich länger als wir brauchen, weil wir hier schon die Malaria-Forschung haben. Sehr wichtig zum Kolonisieren, für alle, die das nicht wissen. In Australien kolonisieren wir auch noch in Ruhe.
Den Rest hier haben wir, glaube ich, schon fertig kolonisiert gehabt. Ja, hier waren die Briten leider ein bisschen schneller als wir. Da haben wir nur einen kleinen Teil der Südseeinsel. Aber auch hier könnte eine Goldmine kommen. Walfängeranleger können wir aber leider auch nicht bauen. Null. Schade. Na gut. Genau, der Gold Rush geht diesmal in den Süden und nicht in den Westen. So schaut's aus. Das ist der Plan. Industrielle Barrieren. Fabriken in Texas weigern sich, afroamerikanische Angestellte einzustellen, weil diese in Texas als Bürger zweiter Klasse gelten. Für die Gestaltung der Zukunft werden alle Hände gebraucht. Fürwahr, fürwahr. Unser Präsident ist scheinbar ein... Ja, er ist ein gemäßigter Gewerkschaftler. Das passt tatsächlich, dass er das sagt. Zurückhaltend, meisterlicher Diplomat, Politprofi, inspirierender Redner. Oh. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wieso hat Lucius Goodwin eigentlich keine Armee bei sich? Wir haben jetzt in Mittelamerika eine Armee-Reserve. Ich kann den ja leider, ich kann leider ja nicht das Hauptquartier von ihm ändern. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen, dass man das nicht ändern kann. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn man das könnte. Wir wollten hier, sobald wir die Verrufenheit, sobald wir weniger verrufen. Oh, wir haben gar keine Verrufenheit mehr. Stopp! Wir wollten noch gegen Guatemala noch Krieg führen. Ah, wir haben immer noch zu herzliche Beziehungen. Ah, nee, wir wollten gegen El Salvador Krieg führen. Die sind sehr schwach. Staat erobern. San Salvador. Keiner hilft ihnen. Kostet uns zwar 12,3 Verrufenheit, aber das sollte trotzdem passen. Nö, das sieht doch alles gut aus. Dann werden wir mal unsere Armee mobilisieren. Die Frage ist, reicht unsere kleine Armee hier? Muss ich mobilisieren? Vielleicht kann ich einen kleinen Teil mobilisieren der Wehrpflichtigen. Aus Oklahoma. Zählt Oklahoma. Zu welchem Hauptquartier zählt Oklahoma? Südstaatenhauptquartier, perfekt. Dann werde ich mal nur die 14 Bataillone aus Oklahoma mobilisieren und nicht die 60 Stück aus Texas oder was das war. Werden wir noch El Salvador erobern? Ah, und bei Guatemala haben wir die Beziehungen auch endlich verschlechtert. Sehr gut. Perfekt. Bedenken und Einwände. Die Gewerkschaften und die Industriellen sind mal wieder nicht zufrieden. Ja, dann werden wir mal den Gewerkschaften ein bisschen entgegenkommen. Das ist doch in Ordnung. So. Können wir noch Beziehungen verbessern? Machen wir das doch mal. Mit den Briten scheinbar nicht. Mit den Franzosen auch nicht. Portugal wäre auch noch sinnvoll, vermutlich. Ah, wir haben hier schon direkt eine Front, die vorbereitet ist. Stahlbeton freigeschaltet. Bausektor Durchsatz. Sehr schön. Das ist gut. Die Goldmine wird nämlich jetzt auch aktuell gebaut. Hervorragend. Das ist tatsächlich etwas ungünstig. Aber Mexiko. Mexiko unterstützt jetzt hier leider El Salvador. Das ist aber kein riesiges Problem. Erstens haben sie keine direkte Grenze beieinander. Es wäre ungünstig, wenn Guatemala jetzt noch unterstützen würde, weil dann könnten die mexikanischen Truppen einfach kommen. So bräuchte Mexiko eine Flotte. Hat Mexiko eine Flotte? Ha! Sie haben gar keine Flotte. Null. Und wir haben keine direkte Grenze, weil die USA die Gebiete erobert haben. Also sollte Mexiko eigentlich nichts in diesem Krieg denen bringen, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob das so dabei bleibt. Schauen wir mal. Unsere Armee steht auf jeden Fall bereit und wird noch ein bisschen größer werden. Frankreich und in den Kolonien ist ein Diplomatiespiel begonnen worden, das ist egal. So, es hat sich keiner mehr eingemischt. Sehr gut. El Salvador ist immer noch verunsichert, aber es wird jetzt wohl zum Krieg kommen. Unsere Armee steht bereit.
dann geht es wohl in den Krieg. Und die Front wird nach vorne verschoben. Auf in die Schlacht. Auf in die Schlacht für Texas. Howdy. Los. Kämpft, kämpft tapfere Texaner für den, für Texas, für den Sieg. Nieder mit El Salvador. Jawohl. Wir gewinnen die Schlacht, meine Freunde. Wir gewinnen die Schlacht. Charge! Sehr schön. Die Schlacht wird gewonnen. Haltung wird angenommen. BRN, ich grüße dich. Danke für den Follow. So, jetzt haben wir hier aber unterschiedliche Fronten. Aber auf der rücken wir vor, können das direkt erobern. Zack. Und jetzt können wir auf der letzten Front noch El Salvador erobern. Jetzt müssen wir halt dann einfach nur den Krieg abwarten. Oh, wir haben das Siemens-Verfahren. Das bedeutet, unser Stahlwerk kann verbessert werden. Ausgezeichnet, das machen wir mal direkt. So, die Frage ist jetzt, was wir als nächstes forschen wollen. Philosophischer Pragmatismus. Könnten wir tatsächlich forschen. Wie sieht es denn militärisch aus? Der elektrische Telegraph, der ist noch besser. Dass wir den mal haben. Für mögliche Kriege. Und bei der Produktion. Ah, wir brauchen noch. Wir haben glaube ich schon ein Kraftwerk, nicht wahr? Elektrische Kondensatoren. Das Problem ist nur, dass der auf dem britischen Markt gerade Strom ein bisschen knapp ist, oder? Ja, ein wenig knapp, ein wenig knapp. Wo habe ich denn das Kraftwerk gebaut? Habe ich das Kraftwerk überhaupt schon gebaut? Ist das noch geplant? Ah, das ist erst noch geplant, das Kraftwerk. Verstehe. Bringen die auch Freiheit und Demokratie? Naja, also Demokratie haben wir, Freiheit auch. Es gibt vielleicht nur eventuell noch so ein paar Leute zweiter Klasse und Sklaverei und ja. Naja. El Salvador ist besetzt. Perfekt. Es könnte halt sein, dass Mexiko sich Guatemala anschließt, aber ganz im Ernst, aufgrund der Truppen, die wir noch mobilisieren können, können wir es dann halt auch mit Mexiko aufnehmen herauf. Deswegen mache ich mir da eigentlich gerade wenig Sorgen. So, die Kriegsmüdigkeit von El Salvador sollte jetzt nach unten gehen, wie sich's gehört. So, Motorenwerke werden ausgebaut. Wir überprüfen regelmäßig die Arbeitslosenzahlen. Die sehen aber gut aus. Und wir haben ja Bürokratie frei. Die müssen wir dann mal direkt nutzen, um zu inkorporieren. Staaten also einzugliedern, sozusagen. Das ist sehr wichtig. So. Ja, Motoren bringen uns immer noch viel Geld, auch wenn es ein bisschen weniger wurde, aber das lohnt sich trotzdem hier noch. Wie läuft es ansonsten mit unseren Gebäuden, vor allem in Texas? Handelszentrum und Schwefelmine läuft nicht so gut. Wieso läuft die Schwefelmine nicht so gut? Einen Moment. Können wir da irgendwas machen? Durch den Handbohrer würde sie besser laufen. Die Eisenbahn? Nee. Dampfhilfsaggregat. Würde aber mehr Motoren kosten. Dann würde ich aber weniger Schwefel produzieren, tatsächlich. Aber der Sprengstoff ist, glaube ich, zu teuer. Nehmen wir mal den Handbohrer wieder. Aber das hilft halt auch nur ein bisschen, nicht wahr? Und Ingenieure würden wieder ihren Job verlieren. Das wäre auch nicht so gut. Wir werden das mal subventionieren, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und unser Holzfällerlager. Wieso läuft denn schon wieder das Holzfällerlager so schlecht? Aha, Hartholzproduktion. Sehr gut. Elektrosägewerk lohnt sich noch nicht. Eisenbahntransport würde aber auch wieder Arbeitsplätze kosten. Das machen wir erstmal noch nicht. So. Das geht auch alles relativ gut voran hier. Mit Neue Granada haben wir auch die Beziehungen gut verstärkt. Weil es auch irgendwann mal ein Gegner noch werden könnte. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf Mexiko konzentrieren. Noch mehr ineffiziente Landwirtschaft. Wir haben leider schon wieder eine 500.000 Radikale. Aber fast zu viele Loyalisten, also ist alles gut, denke ich. Ich glaube, wir können mehr als zufrieden sein, Freunde. Mit unserem Texas im Jahr 1879. Das Motorenwerk braucht gerade echt lang gebaut zu werden. Dampfkesselexplosion. Oh nein. Landbewohner sind +1. Gewerkschaften. Oh, Gewerkschaften könnten wir auf Stufe
Gewerkschaften könnten wir auf Stufe, auf die zweite Stufe bekommen. Ja. Aber das soll nicht ausgebeutet und solche Umstände reingezwungen werden. El Salvador hat kapituliert. Damit gehört uns jetzt auch El Salvador. Ich gehe davon aus, dass es sehr teuer ist zu inkorporieren. Ja. Dann inkorporiere ich erstmal noch das andere Gebiet, auch wenn wir jetzt ein bisschen ins Minus kommen. So, wir haben keine direkte Grenze mit Mexiko. Ah, dadurch gab es dann jetzt den Frieden. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Neugranada schlägt ein Bündnis vor. Hm. Nun, die haben immerhin 26 Berufsbataillone. Die könnten uns durchaus auch mal gegen Mexiko helfen, tatsächlich. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Das können wir langfristig ja auch wieder ändern, dieses Bündnis. Aber... Hm. Wir haben aktuell keinen Verteidigungspakt oder ähnliches. Die Briten kriegen wir leider nicht überzeugt von Verteidigung. Ich dachte, wir hatten da schon einen Verteidigungspakt. Irgendwie ging das dann nicht mehr. Und die USA kriegen wir auch nicht überzeugt. Sehr, sehr, sehr traurig. Wenn die USA halt einmal beschließen, uns anzugreifen, dann haben wir halt dann doch keine Chance mit der Verteidigung. Was ein bisschen schwierig ist. Aber wir müssen ein bisschen riskant spielen. Ich habe gute Beziehungen, ich hoffe, dass die gut bleiben. Kriegt die leider nicht dazu. Ja, machen wir mal das Bündnis mit denen. Neugranada, finde ich gut. Sind zwar auch jetzt nicht die stärkste Macht, aber wieso nicht? Und die werden schon hier unten keine Kriege groß machen. Mexiko beginnt mit der Einberufung. Ist da nochmal ein Konflikt? Nee. Öl in Texas entdeckt! Oh mein Gott, meine Damen und Herren, Öl wurde entdeckt! Die Frage ist es in unserem Gebiet oder im amerikanisch-Texas-Gebiet entdeckt worden? Jetzt ist es... Ölbohranlagen. Oh mein Gott, wir haben richtig viel Öl in Texas. Wow. Das wird uns richtig nach vorne katapultieren. Das schwarze Gold, meine Damen und Herren. Richtig. Öl in Texas. Sehr gute Neuigkeiten. Ich brauche die Pferdekopfpumpe. Dann wissen wir doch, was wir erforschen jetzt gleich. Die eine Forschung ist schon fertig in wenigen Tagen. Der elektrische Telegraph, genau. Und dann machen wir jetzt die Pferdekopfpumpe. Kommen wir da überhaupt schon hin? Ah ne, hier ist die Pferdekopfpumpe. Dafür brauchen wir erst noch die Dampfhilfaggregate. Gut, wir sind also auf dem Weg. Öl... Oh, das dauert 3 Jahre. Und dann nochmal 3 Jahre. Verdammt, wir können das Öl erst in 6 Jahren bekommen. Vorher können wir nur mit dem Walfänger Öl produzieren. Hallo Mopsi Mauser, ich grüße dich. Willkommen. So, das Motorenwerk ist gleich fertig gebaut worden. Mal gucken, wie das Motorenwerk dann läuft. Die Zuckerplantage läuft leider auch überhaupt nicht. Gut. Hm. Automatische Bewässerung wäre gut. Werden wir jetzt auch mal subventionieren fürs Erste. Weil ich jetzt auch nicht immer alles subventionieren darf. Aber das fließt ja wieder in unseren Investitionstopf. Unsere Handelszentren laufen auch leider überhaupt nicht gut. Aber bei denen kann ich ja echt nichts machen. Öl ist eine teure Regierungsware. Ja, das ist mir bewusst. So, aber jetzt schauen wir mal kurz. Wie schaut es denn jetzt aus bei unserem Motorenwerk? Ist ja gerade Stufe 1. Das macht aber gutes Geld. Jetzt ist es Stufe 2. Aha. Jetzt könnten wir nämlich den Drehventilmotor oder den Wasserrohrkessel verwenden. Ich frage mich gerade, was sich mehr lohnen würde. Vermutlich eigentlich eher der Wasserrohrkessel, oder? Und es würde auch Arbeitsplätze schaffen. Die Frage ist, eigentlich macht es ja Sinn, dass wir nicht so viele Arbeitsplätze benötigen und es trotzdem effektiv und effizient läuft. Werkzeuge und Kohle können wir selbst erstellen. Wir werden jetzt mal den Drehventilmotor noch nutzen. Dann gibt es zwar noch ein paar neue Arbeitsplätze. Genau. Das passt, das passt, das passt. Macht Sinn. Na, unser Lebensstandard ist Rang 44 der Welt. Der war schon mal besser. Wir könnten die... Ah, nee, wir können die Steuern leider nicht senken. Schade. Dafür machen wir zu wenig Geld. Ich hätte nochmal eine Frage zu Victoria 3. Ich habe gerade mit Belgien einen extremen Anstieg an Radikalen von 55.000. Allein wegen des sinkenden Lebensstandards, obwohl dieser bei mir eigentlich steigt. Weißt du, was man da machen kann? Ja, das habe ich auch öfters mal. Das hängt manchmal damit zusammen, dass einfach bestimmte Güter auf deinem Markt fehlen, die die Leute brauchen. Das wird nicht immer hier oben angezeigt. Also auch wenn hier oben dein Lebensstandard steigt, kann es trotzdem sein, dass vereinzelt für vereinzelte Gruppen
Güter fehlen. Also das muss man dann immer im Detail nochmal nachschauen. Andererseits kann es auch sein, dass also was du dagegen machen kannst, ist immer Steuern auf Minimum setzen, wenn du dir das irgendwie leisten könntest. Beim Finale noch einen Cowboy-Hut, wo du schon den Zylinder nicht mehr hast. Ja, der Zylinder passt halt nicht so gut mit dem Headset. Ja, so ein Cowboy-Hut wäre bestimmt auch nochmal cool, das stimmt. So, ich würde ja gerne den Bausektor doch noch irgendwie mal stärken. Aber dann hätten wir echt viel Minus und ich will eigentlich auch nicht ins Minus gehen. Ich baue den einfach nochmal einmalig aus. In... war Oklahoma... oder in Texas selbst. Bauen wir mal in beiden aus. Mal schauen, ob wir uns das leisten können. Ich hoffe doch. Mir gefällt Victoria 3 sehr gut, Allmann. Die ganzen wirtschaftlichen Möglichkeiten und alles, das ist sehr schön gemacht. So. Ja, das mit den Aufruhen ist tatsächlich fast Standard, also keine Gedanken machen, das geht schon alles in Ordnung. So, jetzt bauen wir nämlich mittlerweile, können wir schon zwei Gebäude gleichzeitig bauen, das ist doch auch sehr gut schon, das gefällt mir. Perfekt. Die Leute wollen, dass wir den Protektionismus beschließen. Was haben wir denn aktuell? Interventionismus. Halt, das ist das Falsche. Hier, Merkantilismus haben wir. Merkantilismus bedeutet Auswirkungen der Zölle. Export schützen 10%. Inlandsangebot schützen. Wir könnten mit Protektionismus unser Inlandsangebot besser schützen, zum Beispiel. Das wäre möglich. Das heißt, wir. Wir würden tatsächlich mehr Einnahmen haben durch Zölle, wenn wir den Protektionismus nehmen. Und wir könnten unser Inlandsangebot schützen. Also, wenn wir irgendwann mal sehr viel Kohle produzieren, was wir ja können, und Öl. Dann kann uns das nicht so einfach weggenommen werden, weil wir dann dadurch Zölle erhöhen. Duffson, danke für den Prime-Abo. Ich denke, wir werden den Protektionismus beschließen. Dadurch kommen wir ja gleichzeitig einer Forderung nach, die die Landbewohner haben wollen. Finde ich eine gute Sache. Genau, okay. So, Frankreich geht voll in den Kongo rein. Boah, Portugal und Frankreich, die kolonisieren hier ja richtig stark. Ach du Schande. Da können wir nur von träumen als Texas. So langsam, wie wir da hier unterwegs sind. Und wir haben Stufe 5 bei Kolonialamt. Also mehr kann ich nicht machen. Wir brauchen halt noch mehr Einwohner. Dann können wir schneller das machen. So. Kasernen müsste ich halt auch nochmal ausbauen. Wenigstens mal hier eine hier nochmal. Und theoretisch könnte ich ja auch eine zweite Armee hier unten mal aufbauen vielleicht. Ich hoffe, dass wir uns das leisten können. Ja, doch. Schauen wir mal, ob wir uns das leisten können oder ob ich mich gerade ein bisschen ruiniere mit dieser größeren Armee. Aber wir wollen ja gegen Guatemala und Mexiko noch kämpfen. Wir haben Pläne, meine Freunde. Wir haben viele Pläne. Eine neu gegründete Partei, die Anarchistische Gesellschaft. Oh je, die Anarchistische Gesellschaft, das hört sich nie gut an. Die Intellektuellen gehören zur Anarchistischen Gesellschaft. Und die Demokratische Partei der Grundbesitzer ist sehr unzufrieden. Sieht man irgendwo, aus welcher Berufsgruppe genau die Radikalen kommen? Gute Frage, Bevölkerung. Was haben wir denn bei der Bevölkerung für Infos? Politische Stärke, Bevölkerung, Kultur, Religion, detaillierte Liste. Also unsere Bauern sind ein bisschen darben, das ist tatsächlich gefährlich. Aber gut, hungernd. Fehlt uns einfach Essen wirklich? Es fehlen Lebensmittel aktuell, beziehungsweise die sind teurer, glaube ich. Lebensmittel und Obst. Und Öl. Ich weiß gar nicht, für was die Öl brauchen.
Na gut. Die halten sich hier alle raus aus diesem Kolonialkonflikt. So, wir machen immer noch. Unsere Bürokratie ist noch ein bisschen kritisch. Wir brauchen eigentlich wahrscheinlich noch eine Regierungsverwaltung. Aber die ist halt teuer. Die Regierungsverwaltung hier ist schon auf Stufe 3, verdammt. Genau, durch die Modernisierung vor allem verlieren viele Leute ihre Jobs. Dadurch werden die auch radikal. Das ist auch wichtig zu wissen. Wieso läuft denn das Motorenwerk gerade so schlecht? Jetzt habe ich schon den Drehventilmotor, aber da läuft echt ein bisschen ineffizient hier. Mit den Wochenausgaben. Jetzt läuft es wieder besser. Bei der Handfertigung würde tatsächlich der Warenersatz scheinbar doch besser sein. Und zwar um einiges besser. Komm, dann gehen wir wieder auf Handfertigung. Solange wir dadurch mehr Gewinn machen. Wieder eine Dampfkessel-Explosion. Jedes Mal aufs Neue, diese Dampfkessel-Explosion. Wir bekommen auch immer mehr Radikale dadurch. Oh, mehr von der Unterschicht, die radikal werden? Nee, lieber mehr von der Oberschicht. Das sind nicht so viele nämlich. Kleiner Trick. Wie sieht es eigentlich mit unserer Verrufenheit aus? 1,6, die ist fast weg. Das heißt, wir können jetzt gegen Guatemala den nächsten Krieg führen. Aber ich brauche dringend mehr Bürokratie. Wir müssen noch die Regierungsverwaltungen ausbauen, sonst wird das nichts. Ja, hier bitte auch. Hier unten war das, glaube ich, noch irrelevant, oder? Ja, na gut. Eisenmine kann aber auch mal noch fertig gebaut werden, bitte. Es gab eine Wahl. Meine Damen und Herren, die Sozialdemokratische Partei hat 62,6%, die Anarchistische Gesellschaft 27,2% und die andere habe ich leider nicht mehr sehen können, weil das zu schnell mal wieder war. Okay, was machen wir? Ne, die Anarchistische Gesellschaft reinzuholen würde uns nichts bringen. Interessant. Schwierig. Wer hatte gerade. Aber die Anarchisten hatten noch viele Stimmen, oder? Das würde nicht sehr viel bringen. Also, wir könnten damit nur leicht die Legitimität erhöhen. Und wir könnten auch einfach die Industriellen hier lassen. Was ist mit den Streitkräften? Das würde nichts bringen. Landbewohner auch nicht. Kleinbürger auch nichts. Tja. Ich habe bis jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht mit Sozialdemokraten und Industriellen, deswegen würde ich dabei mal einfach bleiben, glaube ich. Wir haben jetzt eine Chance auf den Protektionismus von 49%. Mal gucken, ob er kommt. Ich höre immer nur Krieg. Befreiungsaktionen heißt das. Ja, ja, natürlich. Wir werden Guatemala befreien und sie den. Das ist dann ein neuer texanischer Staat. Wir wollen ja die Vereinigten Staaten von Texas hier gründen. Ne? Das werden ganz viele texanische Staaten werden, das alles. Ja, ja. Natürlich. So, der Marktzugriff in Honduras ist echt ein Problem. Da müssen wir mal noch ein paar Sachen bauen. Ich brauche hier mal noch einen Hafen. Und auch eine Eisenbahn tatsächlich. Und in San Salvador haben wir ähnliches Problem. Hafen und Eisenbahn soll da auch mal kommen. So, wie sieht es ansonsten aus? Teure Militärbahn. Opium. Aber ich dachte, habe ich meine Truppen schon so eingestellt, dass die Opium nutzen? Ah, scheinbar teilweise schon. Wer nutzt denn hier schon Opium? San Salvador nutzt schon Opium. Ist doch zu teuer. Lasst mal das Opium sein, Leute. Keine Wundversorgung. Ja, die Sozialdemokraten in Texas haben hier die Macht. Die Gewerkschaftler. Das ist eigentlich echt ein bisschen surreal bei uns.
Unterstützung für das Gesetz. Leider haben wir den Protektionismus nicht beschließen können. Okay. Protestbewegung würde noch stärker werden. Es wollen aber hier die Grundbesitzer den Merkantilismus bewahren. Ganz toll. Oh, oder 20% der Unterschichten-Pops von Texas werden loyalistischer. Ja, das finde ich noch besser. Nutzen wir diese gemeinsame Grundlage, um die Massen zu beruhigen. Finde ich gut. Oder ich müsste... Boah, habt ihr gerade gesehen? Da, wir hatten gerade... Von 400 sind wir auf 800.000 Loyalisten gerade gesprungen. Und die Radikalen sinken. Das war eine sehr gute Sache. Exzellent. Exzellent, exzellent. So, so bauen wir das mal bitte alles. So, wie läuft die Kolonisierung hier? Es geht echt nur langsam voran. Und hier haben wir fast nichts mehr zu kolonisieren, weil wir abgeschnitten wurden von den Niederländern. In Australien kolonisieren wir immer noch in aller Ruhe vor uns hin. Da scheint auch niemand anderes was zu wollen. Nö. Alles gut, soweit. Perfekt. Schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wie sieht's aus? Ich glaube, unser Verrufenheit ist schon wieder weg. Na dann. Wir haben zwar, wir haben halt leider nicht so viel Geld. Guatemala. Oh nee, haben wir wieder. Oh nein, es sind die Beziehungen wieder. Wieso sind die Beziehungen jetzt schon wieder so gut geworden? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die doch extra beschädigt. Jetzt haben die Beziehungen verbessert wieder mit mir. Ich hasse das. Guatemala. Ich will keine guten Beziehungen haben. Muss ich jetzt ernsthaft den Diplomaten ausweisen? Das würde mich 10 Verrufenheit kosten. Ich hasse das. Das will ich eigentlich auch ungern machen, aber sonst wird das hier wieder nichts. Komm. Raus mit dem Diplomaten. Mein Gott. Guatemala liegt es wirklich drauf an. Neugranada würde uns unterstützen auf jeden Fall. Bist zu nett. Ja, ich spiele halt auch gerade in diesem Spielstand nicht unbedingt Roleplay-mäßig, weil Texas ist einfach eine extrem schwere Herausforderung, wo du sinnvolle Entscheidungen treffen musst und da kannst du halt nicht das konservative Arschloch sein, so Roleplay-mäßig, der da eiskalt irgendwie Sachen macht, deswegen, ja, muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. So, jetzt haben wir natürlich leider wieder Verrufenheit, aber die geht relativ schnell weg zum Glück, das geht echt fix. Ist ja 5 pro Jahr, die weggeht. Deswegen, ich warte noch kurz. Unsere Armee ist ja auch wieder stärker, beziehungsweise ich muss noch einen General. Ich brauche noch einen General, den ich rekrutieren müsste. Hier Armeen. So, und zwar... Hä? Ich bin verwirrt. Ach, das gehört zu... Nee. Zu welchem Hauptquartier gehört die... Dieses HQ. Mittelamerika HQ, das sind 6 Stück. Und wieso kann ich da keinen General rekrutieren für die 6 Stück? Ah doch, hier, ich war blind. 0 aktiv, genau. Wen hätten wir denn? Ebenenexperte? Ja. Offensiv in flachen Geländen. Okay, Brandschatzer ist nicht so toll. Arrogant ist auch eher ungünstig. Arrogant und Brandschatzer, ja gut. Dann ist die Wahl... Fällt die Wahl wohl auf Hugh Evans, den Gewerkschaftler. Noch der Beste, den wir haben, aber der ist leider auch kein guter General. Moin, hast du einen Tipp für eine kleine Nation zum Start? Ich habe immer Probleme mit Staatsschulden. Belgien. Belgien ist eine schöne, mittlere Nation, die aber trotzdem einfach ist. Captain Fuselbart. Bart. Kann ich dir sehr empfehlen. Da hast du auch gute finanzielle Sachen. Und hallo Steuerbert, ich grüße dich, Abe. So. Golden Victoria schöpft. Okay. Apropos, ist unsere Goldmine, läuft unsere Goldmine hier unten eigentlich gut? Ja. Kann ich denn die noch ein bisschen stärken? Dynamit. Machen wir. Kondensationspumpe. Machen wir. Je mehr Gold ich da rausbekomme, umso effektiver dann. Eisenbahntransport lohnt sich scheinbar nicht. So, wir müssten jetzt alleine... warte mal, wo sehe ich das? Hier, beim Gelddruck... Bekommen wir jetzt alleine wie viel Geld durch hier wir verdienen aktuell alleine plus 1750 Dollar durch unsere Goldmine hier unten. Das ist echt schön. Sehr gut.
So, ich würde sagen, wir sind soweit. Wir werden jetzt mal Guatemala friedlich in die Union holen, in die Texanische Union nämlich. Schauen wir mal, ob es friedlich bleiben wird. Warte mal. Haben wir nicht mehr unser Bündnis mit Neugranada? Doch. Aber gerade hätten die uns noch geholfen und jetzt nicht mehr, oder was? Staat erobern. Doch, hier steht, Neugranada ist zu Beginn unser Bündnispartner. Mal gucken, ob sie auf unserer Seite bleiben oder nicht. Wir beginnen das Diplomatiespiel. Schauen wir mal, ob sie gleich wieder weggehen. Ne, sie bleiben erstmal auf unserer Seite. Das ist gut. Mal gucken, ob die Mexikaner auf gegnerischer Seite dazustoßen. Je nachdem brauchen wir dann mehr Truppen. So, der war leider nicht so gut. Der hier war relativ stark. Der wird direkt mobilisiert und an die Front geschickt. Das sind halt keine Ebenen hier, oder? Ich sehe das so schlecht. Also das ist ja für mich alles bergiges Terrain. Das heißt, er würde wahrscheinlich nicht so gut kämpfen. So, jetzt schauen wir mal, ob Mexiko dazukommt oder nicht. Ohne Mexiko reicht, glaube ich, sogar unsere eine Armee aus, um zu kämpfen. Das soll es gute Maler. Ma was Maler geben? Gute Maler. Oh. Ah, CCC. Ah, der hätte von Nils sein können. Eieieiei. Ah, tatsächlich. Mexiko. Damit haben wir aber gerechnet. Mexiko unterstützt den Gegner. Mexiko hat 36 Truppen. Damit können wir, das kriegen wir aber in den Griff. Ich werde jetzt einfach mobilisieren. Wir werden. Boah, wollen wir die großen texanischen Truppen mobilisieren? Ja, oder? Für den Krieg werden die texanischen Truppen mobilisiert. Einverstanden. Und ich würde gerne den zweiten General bereit haben. Ah, Hugh Evans ist halt kein guter General, aber komm. Der darf zur Verteidigung auch an die Front kommen. So. Mexiko will sich wirklich mit uns anlegen. Schauen wir doch mal, wie gut Texas gegen Mexiko jetzt kämpfen wird. Das Problem ist jetzt, das wird uns natürlich alles einiges Verrufenheit kosten und bringen. Ich würde halt gern schon von Mexiko Gebiete erobern, um ehrlich zu sein. Alles, was geht. Ja, genau, ich würde jetzt gerne noch Ziele in Mexiko hinzufügen, aber das könnte uns halt mit der Verrufenheit ziemlich dann am Probleme bereiten. Erstmal haben wir leider wieder ein Grubenunglück. Ah, schon wieder. Diesmal wird wohl die Mittelschicht radikaler werden müssen. Abweichler tanzen aus der Reihe. Gewerkschaften und Protektionismus. Es hat wieder nicht geklappt. Verflixt. Verflixt, verflixt, verflixt. Das senkt unsere Erfolgschance. Spalter, soll der Teufel sie holen! So sei es. Wie sieht es mit unseren Streitkräften aus? Sind die auf unserer Seite? Nur plus 8, das geht nicht. Können wir da nochmal. Das wäre aber teuer, die Militärgehälter nochmal zu erhöhen. Wobei, nee, plus 400, das können wir uns leisten. Dann kämpfen unsere Truppen nämlich besser. Okay, soweit, so gut. Mal schauen, wie schnell wir mobilisieren. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr mobilisieren sollte, aber eigentlich müsste ja die eine Armee reichen. Langfristig gesehen wenigstens. Und ich will nicht zu viel mobilisieren, das habe ich gelernt. Weil man kann ja leider nicht demobilisieren. Das ist das Traurige hier. Man kann leider nicht demobilisieren. So, jetzt aber aufpassen. Ich muss Kriegsziele hinzufügen. Hätte ich jetzt schon fast vergessen. Mal gucken, was wir in Mexiko so erobern können. Ich habe 60 Schachzüge zur Verfügung. Und wir wollen ja hier Guatemala erobern. Wir könnten dann Yucatan erobern. Yucatan und Veracruz. Wie viel kostet uns das? Yucatan. Ach, ich kann natürlich nur Grenzgebiete, glaube ich, erobern, oder? Also auf jeden Fall Yucatan. Das kostet mich jetzt schon 25. Wir können noch Chiapas nehmen. Wo ist Chiapas? Das ist hier direkt. Dann wären wir bei 30, 38, 49. Ich würde halt auch gern Kriegsreparationen haben. Yucatan. Wie viele leben in Yucatan? Wie viele Einwohner?
600.000 und in Chipas nur 87.000. Das ist ein bisschen wenig. Also auf jeden Fall werden wir aber bitte... Wir können auch Landesbefreiung machen. Nee, wir machen Staat erobern. Yucatan erobern. Dann haben wir noch 35 Punkte übrig. Wie viel kostet die Kriegsreparation? Ah, die kostet sogar nur 10. Ja, ich hätte gern das Geld von den Mexikanern. Die haben nämlich ein BIP von 7,6 Millionen. Das ist so das die Hälfte von unserem. Das würde sich auf jeden Fall geldtechnisch für uns noch lohnen. Dann habe ich jetzt noch 25 übrig. So, Staat erobern. Dann wollen wir auf jeden Fall noch... Das reicht genau. Dann könnten wir beides noch erobern. Chipas erobern. Und... den Teil erobern. So. Jetzt haben wir leider sehr viel Verrufenheit. 41, das geht noch. Ich habe schon mal Schlimmeres gehabt. Hoffen wir uns mal, dass sich jetzt keine andere Nation noch denkt, sie wollen sich jetzt hier einmischen. Das wäre eher schlecht. Mal gucken. Bin gespannt. Eskalation ist immer noch pausiert. Wir machen jetzt leider sehr viel Minus. Bauen wir mal noch die Eisenbahn und pausieren vielleicht dann mal die Bauverwaltung, um ein bisschen Geld zu sparen, oder? Timbuktu. Ich pausiere mal die... Bringt mir das überhaupt was zu pausieren? Nö. Kann das sein, weil mein Investitionsfonds ist ja gut gefüllt. Und Eisenminen werden ja, glaube ich, gezahlt, oder? Minen, ja. Dann kann ich auch fortsetzen. Dann machen wir jetzt gerade leider... Oh, wir haben nicht so viele Truppen an der Front, weil die brauchen, bis sie mobilisiert sind. Ist die Frage, ob ich doch noch mehr mobilisieren soll. Ich könnte noch Oklahoma mobilisieren, ich könnte aber auch Nicaragua. Ne, machen wir mal. Ja, komm, machen wir noch die beiden. Nein, jetzt habe ich was Falsches mobilisiert. Egal. Wir mobilisieren. Und werden jetzt natürlich Geldprobleme bekommen. Ich könnte mal kurzzeitig eine Verbrauchssteuer erheben. Dienstleistungen. Das würde uns sehr viel Geld bringen. Ich weiß, das wird nicht gewünscht. Wobei, wir haben ganz ziemlich viele Dienstleistungen auf dem Markt, ne? Ja, das wird keine Probleme geben, glaube ich. Dafür muss ich ein paar Erlasse zurücknehmen. Nehmen wir mal den Straßenerhalterlass weg. Und den Assimilierungserlass. Ist die Infrastruktur dann noch in Ordnung? Ja. Gut. Und dann machen wir bitte die Verbrauchssteuer. Das ist jetzt sozusagen eine Kriegssteuer auf Dienstleistungen, die wir erheben. Wollt ihr euch die Haare schneiden? Wollt ihr zum Zahnarzt gehen? Dann zahlt ihr die Kriegsdienstleistungssteuer, meine Freunde. So ist der Plan. So, jetzt geht also der Krieg los und das ist ein sehr wichtiger Krieg für Texas tatsächlich. Wir haben schon eine 40%ige Überlegenheit hier an der Front. Der Krieg beginnt. Guatemala und Mexiko. So, und unsere eine Armee ist schon bereit, in die Offensive zu gehen. Räuben Hot. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Der ist zornig. Das gibt ihm plus 10 in der Offensive. Nachschubexperte. Hat leider psychologische Gebrechen, ist aber nicht so wichtig. Und ein Offensivexperte. Das heißt, er hat plus 40% Offensivvorteil. Der müsste richtig gut die Front nach vorne bringen können, eigentlich. Wir haben eine erste Schlacht. Wir kämpfen in Unterzahl. 10 Bataillone gegen 13 Bataillone, meine Damen und Herren. Ja, nicht so viel mobilisieren, ich weiß. Das ist ein bisschen gefährlich wegen dem Geld, aber ich will, dass der Krieg schnell vorbeigeht und mit Truppenüberlegenheit geht das dann doch schneller. So, 10 gegen 13 und wir scheinen die Schlacht zu gewinnen. Seht ihr es? Wir gewinnen. Wo ist denn hier der genaue Schlachtverlauf? Ja, auf jeden Fall haben wir einen Offensivwert von 63 gegen 40 Verteidigung. Unsere Offensive ist äußerst erfolgreich, in Unterzahl, wohlgemerkt. Unsere Truppen laufen sehr gut. Philosophischer Pragmatismus. Perfekt, das hilft uns bei der Bürokratie ein bisschen. Die Schlacht ist fast gewonnen. Na los, vorwärts, Männer, vorwärts. Vorwärts. Gewinnt die Schlacht. Für Texas! Für die texanische Union! Jawohl, damit sind wir ein gutes Stück vorgerückt. Haben jetzt einen 63%igen Vorteil hier. Und unsere Truppen wachsen langsam an. Durch die Mobilisierung, die ich gemacht habe. Ja, leider auch die Kriegskosten wachsen an. Wir haben die nächste Schlacht. 9 gegen 11 wieder in die Offensive. Diesmal kämpfen wir gegen Guatemala. Das geht noch schneller und einfacher. Und wir haben elektrische Kondensatoren. Da muss ich mal kurz gucken. Tuchfabrik.
Nähmaschinen. Machen wir das mal. Wieso kann ich das nicht machen? Automatische Webmaschinen, das lohnt sich auf jeden Fall überhaupt nicht. In El Salvador. Na, das lassen wir mal lieber sein. Was war das andere noch? Chemiefabriken. Ja, ich hatte, glaube ich, das ist das Einzige, was mir fehlt, eine Chemiefabrik. Weil das hat sich nie gelohnt. Na gut. Achso, die Elektroeisenbahn. Achso, die kann man dann erforschen. Richtig. Okay. Kommen wir zurück zur Schlacht. Die läuft exzellent. Die Truppen werden nur so erledigt. Ich habe einen zweiten General an der Front. Den nutze ich aber nicht für die Offensive, weil der ist sehr schlecht. Mein General ist stark genug. Aktuell, sobald hier die Moral sinken würde, deutlicher sinken, kann ich ihn austauschen. So, jetzt haben wir nämlich eine zweite Front und damit habe ich gerechnet. Dafür ist der zweite General, für die zweite Front hier. Wobei, nee, der, jetzt haben wir drei Fronten. Wollt ihr mich ver... Wieso haben wir jetzt drei Fronten? Oh, ich hasse solche Fronten, die dann sich plötzlich so aufbrechen. Jetzt brauche ich Lucius Goodwin, der hat gar keine Armee. Der kann doch nicht, nun... Im Ozeanien-Haku. Oh Gott. Der ist hier irgendwo. Wobei, wartet mal, ich könnte doch in Texas noch einen General rekrutieren, aber dann würden die sich die Armee aufteilen. Das kann ich nicht machen. Ja, jetzt ist das ein bisschen blöd. Dann müssen wir vielleicht hier schnell mal eine Kaserne bauen. Lohnt sich das irgendwo am meisten? Ich glaube wahrscheinlich hier irgendwie. Bauen wir mal hier. Und hier. Zwei Kasernen. Das geht einigermaßen schnell. Und kann ich hier nicht noch irgendwas mobilisieren, was in Ozeanien ist? Hier, Fidschi und Nordinsel. Genau. Sonst können die hier mich an der Front überrennen, so ein bisschen. Wie lange dauert denn jetzt der Bau? 3 Wochen. Das ist leider sehr lang. Rücken die denn vor? Ach, sie rücken aktuell nicht vor. Das ist gut. Das ist erstmal gut. Während ich hier auf der anderen Seite vorrücken kann. Weiß hier eigentlich nach Vorrücken ausschaut, aber aktuell machen sie das nicht. Jetzt haben wir hier eine neue Front. Der braucht halt 63 Tage hierher, aber ich schicke ihn mal. Ui! Jetzt mache ich 12.000 minus. Ach so, klar, weil ich jetzt die Baukosten habe. Ja, natürlich. So, dafür überrennen wir die Feinde auf den anderen Fronten. Ich gehe hier auch in die Offensive bei der Front. Hallo? Hä? Habe ich die jetzt... Oh nein, ich habe den an die falsche Front geschickt, oder? Kann das sein? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal. Chipas Baya? Hä? Wie heißt denn... Wie heißt diese Front hier? Chipas Baya, California? Nee, jetzt packe ich den ja darüber. Irgendwie... Wie heißt die Front? Chipas Guatemala. Da. Gott, ist das kompliziert. So, diese Schlacht läuft leider, ist schwierig. Da haben wir nur 5 gegen 12 Bataillone. Und dennoch gewinnen wir gegen die Mexikaner. Unsere Armee ist einfach völlig überlegen. Gegenüber den Mexikanern. Sehr gut. Perfekt, die Schlachten haben wir gewonnen. Aber es werden immer mehr... Oh, ich hasse es. Da passt man einmal nicht auf. Es gibt eine neue Front und plötzlich wird man zurückgeschmissen wieder. Was ist denn das? Das finde ich, also das Kriegssystem muss nach wie vor immer noch echt verbessert werden. Jetzt wurden wir hier irgendwie wieder zurückgestoßen und man bräuchte eigentlich viele kleine Generäle. So, welche Front bringe ich jetzt wo nach vorne? Ich weiß es nicht genau. Die mal dort. Den irgendwie hier hin, keine Ahnung. Jetzt können die halt den ganzen Rest gerade wieder zurückerobern, was sehr unschön ist.
jetzt haben wir das wieder zurückerobert. Heieieiei. Wir müssen an die Front wechseln. Wie lange dauert das? 2 Tage, das geht. Das kriegen wir hin. Perfekt. Während du bitte in der Defensive hier bleibst und die andere Armee in die Offensive geht. So. Machen wir gerade eigentlich wegen den Bauwaren so viel Minus? Die Eisenbahn nicht erfasst? Vermutlich nicht. Pausieren wir? Nee, die Pause bringt mir nichts. Okay. So, hier haben wir nochmal eine Offensivschlacht. 6 gegen 10, die gewinnen wir. Hier haben wir 8 gegen 2 Offensivschlacht. Da haben wir nur 40 Offensivwert, weil unser General so schlecht ist. Ich weiß schon, wieso ich den normal nicht in die Offensive schicke, aber durch die Überlegenheit gewinnen wir hier auch. Jetzt war ich vertieft in die zweite Staffel von Young Royals, habe ich die Benachrichtigung ganz übersehen. So war's, Makler. Willkommen. Jetzt haben wir auf einmal wieder nur eine Front, glaube ich, die wir aber auch gewinnen. So, mal schauen, wie die nächste Front ausschaut. Wenn wir jetzt in Mexiko die Front eröffnen. Na, die Schlacht... So. Jetzt haben wir wieder 2 Fronten. Die große Armee, bitte. Brauche ich wieder. Ja, inspirierte Rede haben wir. Ah, erhöhte Erlasserfolgschance für Protektionismus brauchen wir. Perfekt. So, die große Armee darf wieder gegen die Mexikaner hier drüben kämpfen, bitte. Perfekt. Perfekt. Okay, das läuft doch gut. Guatemala wird eh gleich kapitulieren schon. Müssen wir eigentlich wieder die Beziehungen verbessern? Ja, habe ich mir fast gedacht. Wobei, die sind immer noch auf herzlich. Ausgezeichnet. Ich beschädige die ganze Zeit Beziehungen. Das ist völlig sinnlos. Kann ich noch Beziehungen verbessern mit irgendjemandem? Nö. Dann lassen wir das. Dann habe ich ja schneller Verruf, der wieder weggeht. Original Arolyt, ich grüße dich. So, hier haben wir 8 gegen 7. Gewinnen wir. Hier haben wir 12 gegen 3. Gewinnen wir natürlich auch. Hallo Staubi, ich grüße dich. Guatemala hat kapituliert. Damit haben wir die gesamten Gebiete von Guatemala erobert für Texas. Oder, was heißt erobert? Wir haben das der in die Texanische Union aufgenommen, diesen neuen Staat Guatemala. Nicht wahr? So soll es sein. So, weiter geht's. Die Fronten sehen alle relativ gut aus. 13 gegen 0, die Schlacht haben wir auch gewonnen. Perfekt. Die Schlachten gewinnen wir auch. Ja, ich denke, Mexiko ist jetzt auch ziemlich am Ende. Könnte sogar hier in die Offensive mal gehen. Mal schauen, was passiert. Mexiko ist ziemlich am Ende. Ja, wir erobern jetzt schon Mexiko. Wir haben noch Kriegsziele offen. Wir werden 2 Gebiete von Mexiko erobern und bekommen Kriegsreparationen. Das ist wichtig, weil wir verlieren gerade echt viel Geld. Warte mal, wieso verlieren wir so viel Geld? Die Fixkosten, ja, die Militärkosten sind die höchsten aktuell. Militärgehälter. Das ist gerade echt in die Decke gegangen. Aber der Krieg sollte hoffentlich bald gewonnen sein. Aber es kann durchaus sein, dass wir nochmal kurz ins Minus kommen würden. 7 gegen 10, das gewinnen wir die Schlacht. Vorne gewinnen wir natürlich auch. 16 gegen 1. Wobei das auch relativ lang dauert. Ich hoffe, dass die Kriegsmüdigkeit schnell sinkt. Wir haben eine Sezessionsbewegung. Warte mal, was ist denn jetzt passiert? Hä? Wir haben jetzt schon einen Aufstand? Oh nein. Mayanischer Aufstand. Verdammt, das ist jetzt natürlich ungünstiges Timing, aber wir haben fast den Krieg gewonnen. Schicken wir mal die Dreierarmee da runter. Aber gut, das ist jetzt ja erstmal ein Diplomatiespiel. Die andere Seite des Zauns, die Briten. Die Gewerkschaften werden noch zufriedener. Einverstanden. Wirkt sich im Militärgehälter auf die Moral der Truppe aus? Meines Wissens nicht steuerwert. Neue Granada hat einfach unser Bündnis gebrochen, weil sie uns nicht gegen diesen winzigen Aufstand helfen wollten. Wow, Neue Granada. Wow, danke für nichts.
Ihr seid die nächsten Neugranada. Ihr seid die nächsten, ich sag's euch. Mit diese Verräter. Ja, wir besetzen hier ganz Mexiko und es ist immer noch mit der Kriegsmüdigkeit nicht ausreichend, wie es scheint. So, hier haben wir auch gewonnen. Wehe, wenn sich hier jemand auf die Gegnerseite selbst stellt, dann haben wir ein Problem. Dass das so schnell in eine Sezessionsbewegung kommt, also ein Bürgerkrieg, hätte ich nicht gedacht. Muss ich wirklich sagen. Oh, wir kommen leider ins Minus langsam. Wir haben jetzt schon einen Kredit aufgenommen. Ah, wenn dieser Krieg mal endlich vorbeigehen könnte, wäre das echt gut. Ich muss schauen, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Vielleicht noch eine Verbrauchssteuer, die... Aber das ist auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, ich muss wohl die... Oh, das wird uns sehr viele Lebensstandard kosten und Radikale bringen. Aber ich muss die Steuern einmal erhöhen, sonst wird es zu kritisch. Und wir müssen vermutlich kurze Zeit auch mal hier... Na, das bringt nicht so viel, wie ich dachte. Können wir noch irgendwo was sparen? Verbrauchssteuer. Holen wir uns noch eine Verbrauchssteuer für den Krieg. Auf Luxusmöbel. Das ist nicht ganz so schlimm. Aber die Sterne, die blauen Sterne, finde ich sehr gut und sehr gelungen. So, die Kriegsmüdigkeit steigt auf jeden Fall für Mexiko. Wir treiben ihre Armee hier vor uns her. Gewinnen auf jeden Fall jede Schlacht. Frankie Time schreibt, was mache ich falsch, wenn ich die Zollunion will und trotz Hafen die Angabe kommt, der Markt grenzt nicht an meinen. Dann hast du vielleicht kein Interesse mit der Nation, wo du das machen möchtest. Also hier bei Diplomatie Interessen erklären. So, wir haben jetzt 70%. Die müssen nochmal kapitulieren langsam. Der Krieg ist gerade echt ein bisschen teuer. Komm schon, kapituliert. Ja, die Mexikaner sind kurz davor zu kapitulieren. Komm schon, ja, ja, ja. Okay, sie haben kapituliert. Wir haben Yucatan und Chiapas erobert und bekommen mexikanische Kriegsreparationen, was echt gut ist. Aber wieso mache ich immer noch so viel Minus? Ach, kann es sein, weil meine Truppen nicht demobilisiert wurden, weil die immer noch hier in diesem Konflikt angeblich sind? Das ist natürlich schlimm, dann müssen wir jetzt leider... Oh Gott, dann werden wir jetzt richtig in die Kredite gehen. Der Wandernde, ich grüße dich, herzlich willkommen. Danke auch für den Follow, der Wandernde. So, dann müssen wir jetzt diesen Bürgerkrieg einmal schnell beenden, aber das wird ja keine große Sache sein. Wir rücken hier auf zwei Seiten vor, zack, haben es sofort besetzt. Gibt es überhaupt eine Schlacht? Ja, hier 4 gegen 4, aber die gewinnen wir natürlich sofort, aber es gefällt mir nicht, dass wir so ins Kreditminus kommen. Aber wir haben alles besetzt. Jetzt müssen wir halt leider warten wieder mal. Und das ist sehr teures Warten. Wir haben die Dampfhilfsaggregate. Wartet mal, die Dampfhilfsaggregate. Was bringen die uns? Bei den Minen und den Holzfällerlagern bringen die einiges. Schauen wir doch mal kurz in die Minen. Das lohnt sich sogar, Dampfhilfsaggregate. Obwohl wir dann halt leider 9000 weniger Arbeitsplätze haben. Aber was machen wir nicht für das Geld? Kondensationspumpen. Dynamit lohnt sich jetzt auch wieder. Oh, okay, Dampfhilfsaggregat. Eisenbahntransport, perfekt. Goldmine ist auch schon auf gutem Stand. Eisenbahntransport auf der Goldmine, das lohnt sich nicht so richtig. Viehhöfe, intensive Weidewirtschaft. Maisfelder, Dünger, perfekt. Dünger auch auf Weizenfelder. Den Rest schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Viehhöfe... Keine Elektrozäune, Weizenfelder, Erntewerkzeuge, bitte. Maisfelder, Erntewerkzeuge, wo sie noch nicht sind. So. Oh, das wird uns leider einige Radikale bringen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Hier, Holz war noch wichtig. Nicht Elektrosägewerke, aber alles auf Sägemühlen und Dampfhilfsaggregate bitte nutzen. Und alles auf Hartholzproduktion. Und Eisenbahntransport. Na, nee, den lassen wir mal weg. Okay. Minke Meat Eater. Ich habe als Preußen den Krieg um die Anführerschaft in der deutschen Vereinigung gegen Österreich gewonnen und mir fehlen nur noch Württemberg und Bayern, die beide mein Bündnis und im Zollverein sind. Muss ich diese Staaten trotzdem erobern? Du musst sie nicht unbedingt erobern, du kannst auch Glück haben, wenn du längere Zeit wartest, dass dir Bayern und Württemberg, wenn du die Beziehungen auf sehr hoch bekommst, dass sie dir dann noch friedlich anbieten, Teil des deutschen Kaiserreichs zu werden, Minze Meat Eater. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wie man Deutschland vereint.
Das kannst du finden, wenn du Ausrufezeichen VIC3 Tutorial in den Chat eingibst. Dann kommst du zu meiner Tutorial-Playlist. Das letzte Video geht darum, wie man Deutschland vereint. Ja, Radikale könnten noch an der Front sterben, tatsächlich als Kanonenfutter. Ah, hier gibt es noch eine letzte Front. So, jetzt ist aber alles besetzt. Es wäre schön, wenn jetzt die Kriegsmüdigkeit schnell sinkt vom Gegner. Weil wir machen Minus ohne Ende gerade. Okay, danke. Ja, sehr gerne. Also, das, wenn du Glück hast, du musst sie finanzieren auf jeden Fall. Dann kannst du auch, wenn du eine Verpflichtung hast, die denen wieder weggeben. Dann kriegst du auch nochmal plus 30 Beziehungen. Und dann musst du einfach ein bisschen hoffen und musst selbst groß und stark genug sein. Ah, schau mal. Die Flammen kommen nach Honduras. Frage. Haben wir Arbeitslose bei uns? Nein. Nein, 183 ist nicht viel. Nein, in Texas. Nein. Oh ja, in Oklahoma haben wir 30.000 Arbeitslose. Da wird aber gerade ein Kraftwerk gebaut in Oklahoma. Was können wir denn noch in Oklahoma bauen? Müssen wir mal kurz angucken. Holzfällerlager läuft mal wieder nicht so gut. Machen wir dann doch den Eisenbahntransport vielleicht. Dann läuft es wieder besser, hoffe ich mal. Ja. Okay, weil was läuft richtig gut, was wir ausbauen könnten, um Geld zu verdienen? Tuchfabrik. Oh, die Möbelfabrik. Die wird gebaut. Unbedingt. Stahlwerk, Papierfabrik, Tuchfabrik. Das reicht fürs Erste, glaube ich. Aber erst noch das Kraftwerk fertig bauen. Und dann hier die Möbelfabrik. Perfekt. Dann kriegen wir die Arbeitslosen auch wieder gleich in den Griff. Finanziere sie bereits. Okay, dann erobere ich noch Mähren oder Österreich. Dann habe ich auch genügend Staaten und warte einfach auf Baden-Württemberg. Ja, das könntest du machen. Es reicht dir übrigens auch, Minz-Iter, wenn du hier auf Kulturen gehst, Nationengründung, bei der wenn dich Bayern oder Württemberg bei der Nationsgründung unterstützt. Also sie müssen sich nicht dir schon offiziell angeschlossen haben. Wenn sie dich unterstützen, dann würden sie automatisch, wenn du dann Deutschland gründest, auf deiner Seite sein. So. Grundbesitzer, wo Zwietracht herrscht. Die Grundbesitzer sind verdrossen darüber, dass die anderen Mitglieder gegenüber dem Protektionismus sich neutral zeigen. Sie selbst unterstützen das Gesetz und haben nun den Entschluss gefasst, eine eigene politische Fraktion zu bilden, um es zu verabschieden. Hä? Die Grundbesitzer waren doch gegen den Protektionismus und wollten doch, dass der Merkantilismus bewahrt wird. Das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Ich meine, ich habe nichts dagegen, weil das erhöht die Erlasserfolgschance unseres Protektionismus auf 64%. Also finde ich gut. Oh, unsere Kredite gefallen mir überhaupt nicht. Aber jetzt haben wir gleich Frieden. Und da müssen wir erstmal ein paar Sachen einordnen. Da muss ich erstmal ein paar Sachen einordnen. So, es wurde kapituliert und wir machen endlich wieder gutes Geld. Und zwar richtig viel Geld, das gefällt mir. So muss das sein. Wir haben Texas hier schön unter Kontrolle. Und mein großer Plan ist es jetzt eigentlich, ja, ganz Mexiko zu erobern, langfristig, um stark genug zu werden, um dann irgendwann vielleicht auch doch nochmal gegen die USA irgendwas machen zu können, aber das wird echt hart werden gegen die USA. Da bräuchten wir halt schon die Briten, aber die wollen halt irgendwie immer noch keinen Pakt oder Bündnis oder irgendwas haben. Das ist ein bisschen knifflig, aber mal schauen, wie es mit Texas weitergehen wird. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wir haben hier noch einiges vor, würde ich sagen.